Da geht es mir nicht darum, dass einzelne Unternehmen groß investieren und die Aktionäre zufrieden sind, oder mir geht es darum, dass irgendwelche abstrakten Zahlen, über die sich Wirtschaftsforscher freuen, zufrieden sind. In jedem einzelnen dieser Fälle steht dahinter, wenn diese Entwicklung vorangeht, dass natürlich nicht nur die Menschen da im Innviertel oder in Wien davon profitieren, sondern alle, die dahinter kommen, vom Tapezierer bis zum Installateur, vom Bäcker bis zum Bauarbeiter bis zum Rechtsanwalt. Das heißt, was da entsteht, ist ganz bewusst eine Politik, wo wir gesagt haben, wir müssen darauf setzen, den Wirtschaftsstandort im Interesse der Menschen in Österreich abzusichern. Und das ist das, womit wir uns ganz intensiv auseinandersetzen, weil das wichtigste politische Prinzip aus meiner Sicht ist, wir müssen versuchen zu gestalten und nicht zu warten, bis sich die Dinge von alleine einrenken. Wenn wir darauf hoffen, dass es der Markt schon richten wird, das ist mit Sicherheit zu wenig. Und das ist nicht mein Verständnis, weil wir eben nicht für Politik stehen, die sagen, senkt man nur die Steuern für die Unternehmen und machen wir einen noch billiger und dann wird es immer besser und besser. Die Wahrheit ist, das Gegenteil würde passieren. Ich sehe unser Land nicht als Billigstandort, sondern wir wollen nicht die Billigsten werden, sondern wir wollen die Besten werden, weil das im Interesse der Österreicher und Österreicherinnen ist, ihres Wohlstands und ihrer Zukunftsperspektiven, die es im Land schlussendlich gibt. Und das ist notwendig, diese Form des politischen Gestaltens zu betreiben, weil ich davon überzeugt bin, dass wir in einer Zeit unglaublicher Veränderungen leben. Und Semperit und Dreiskirchen ist das beste Beispiel dafür. Das war eine derartige Industrieperle. Ein Unternehmen, das am Höhepunkt 5000 Menschen in Österreich Arbeit gegeben hat, was aber aufgrund der Entwicklung der Dinge nicht mehr standhalten konnte, gegenüber dem Wettbewerb aus Asien verschwunden ist. Und jetzt kann man sagen, wir tun nichts oder wir versuchen zu gestalten. Und dieses Gestalten wird deshalb so wichtig, weil wir wissen, dass das, was wir jetzt an Entwicklungen haben, sich nur noch beschleunigen wird. Und wir sehen ja, wie tiefgreifend diese Veränderungen sind, die da auf uns zukommen. Die meisten einerseits getrieben durch die sogenannte Globalisierung, also die Welt wächst zusammen, es gibt mehr Kooperation innerhalb der Gesellschaften, innerhalb der Wirtschaften. Und die zweite große Entwicklung ist die Technologieentwicklung. Und diese Veränderungen spüren die Menschen und wir wissen alle miteinander ganz genau, dass da auf uns eine große Veränderung zukommt. Und wenn man diese Veränderungen anschaut, dann kann man ja zur Einschätzung gelangen, dass wir tatsächlich in einer Welt voller Chancen leben. Weil viele der Dinge haben sich zum Besseren entwickelt. Wir sehen, dass Armut rückläufig ist. Nur noch ein Viertel der Menschen gegenüber vor 20 Jahren lebt heute mit weniger als 1,90 Dollar auf unserem Planeten. Wir sehen, dass die Kindersterblichkeit zurückgegangen ist, dass die Lebenserwartung steigt. Wir sehen, dass mehr Menschen denn je in Demokratien leben. Und auf der Technologieseite wissen wir, dass zum Beispiel die Firma, die letzte Woche da in Wien investiert hat, daran mitarbeitet, dass Krebs zu einer heilbaren Krankheit wird. Also es ist ein Bild, wenn man so will, des Fortschritts, mit dem wir da konfrontiert sind. Und dennoch haben viele von uns in unserer Gesellschaft das Gefühl, dass sie von dieser positiven Entwicklung nicht mitgenommen werden. Dass sie eben nicht davon profitieren, dass sie zurückbleiben und die Chancen, von denen ich da gesprochen habe, an ihnen vorbeigehen.